Freispruch für Franck Ribéry und Karim Benzema. Ein Gericht in Paris hat die beiden französischen Superstars vom Vorwurf, Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gehabt zu haben, freigesprochen. Ribéry konnte nicht nachgewiesen werden, dass er von der Minderjährigkeit der Prostituierten Sahiha D. wusste, als er 2009 mit ihr geschlafen haben soll. Dass er für den Geschlechtsverkehr bezahlt haben soll, leugnete der Offensivspieler des FC Bayern München ebenso wie sein Wissen um das Alter der damals 17-jährigen Liebesdame. Karim Benzema von Real Madrid bestritt gar, sich jemals mit Sahiha D. getroffen zu haben. Das Gericht folgte damit der Argumentation der Staatsanwaltschaft, die in der vergangenen Woche auf Freispruch für beide Profis plädiert hatte. In dem Prozess wurde auch Ribérys Schwager freigesprochen, der sich ebenfalls wegen Sex mit einer minderjährigen Prostituierten verantworten musste. Im Falle einer Verurteilung hätte Europas Fußballer des Jahres Ribéry eine Haftstrafe bis zu 3 Jahren und ein Bußgeld in Höhe von bis zu 45.000 Euro gedroht.